Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. In letzter Zeit habe ich immer mehr Gefallen an das Spiel gefunden. Ja. Auf dem Dach hausen zwei böse Gestalten. Und die wollen wir platt machen. So einfach ist das. Es ist jetzt gerade mal 9:16 Uhr. Kommt's glauben, dass ich schon wieder seit fast 1,5 Stunden wach bin. Eigentlich hätte ich die Möglichkeit gehabt, um 7 Uhr morgens aufzustehen, aber ganz im Ernst, wenn ich frei habe, habe ich keinen Bock, so früh aufzustehen. Muss ich auch so schon früh genug aufstehen wegen Arbeit und so. Egal. Kein Mensch interessiert die Arbeit oder vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sondern uns interessiert hier Dark Souls und meine Fails in Dark Souls. Ah, nicht schlagen. Sollst genau das. Bing! Komm her. Jetzt dachte ich, du schießt mir auf die Beine. Ich habe kurz überlegt, ob das überhaupt möglich ist. Ja, aber da oben. Hör auf. Aber da oben ist noch diese Monster-Armee. Verdammt, jetzt ausgerechnet, jetzt habe ich einen Jucken in der Nase. Rückt mich eigentlich dieser Fahrstuhl hin? Nach unten. Ich glaube, ich bin hier schon mal eingestiegen, aber ich habe gerade vergessen, was hier ist. Deswegen schaue ich einfach mal. Geht ziemlich tief runter. Bin ich hier? Ja, ich wollte gerade sagen, bin ich hier bei der Wannekrähe? Bin ich tatsächlich. Ich habe jetzt keine Lust, hier entlang zu balancieren. Das kann ich ein anderes Mal auch machen. Da falle ich nach unten. Das heißt, ich steige jetzt wieder ein. Warum es auch immer Mitleiteraufzüge gibt. Wenn da könnte ich mich rausfetzen, wäre ich tot. Erster Stock Damenbekleidung. Genau das wirst du auch brauchen. Drücke mal den falschen Knopf. Aha, daneben. Shit. Ja, sauf auf du mal. Ich hau immer gegen die Wand. So, jetzt setze ich mich auf, denn jetzt muss ich was sehen. Bei der Monsterarmee. Wie gern hätte ich jetzt einen Zauber, womit ich die alle platt machen könnte. Ah, verdammt, ich habe mein Schild gesenkt. Warum habe ich das getan? Weg da. Super. Auch nicht schwer, danke, danke. Ja, ich habe wieder einen Haufen Lebenskraft verloren, ich weiß. Ich höre was, also es sind die Ritter da unten. Ich muss diese beiden Böslinge da oben irgendwie gut schaffen. Denn ich nehme stark an, dass ich dahin muss. Da oben ist die Tür. Versuch mich so. Wahrscheinlich wird das nichts werden, aber probieren geht über studieren. Oh, der ist ja schon da. Ja, danke. Ja, ich bin tot. Sauf. Was tust du da? 123, okay, und ohne? 75. Ah, ich habe gewusst, dass ich das nicht abwehren kann. Ja, haut zu, wollte ich sagen.
Gut, mit der Zweihandwaffe mache ich zwar mehr Schaden, aber das bringt mir nichts, weil ich da keine Verteidigung habe. Ich frage mich, wann ich Zauber bekomme. Oder ob ich die überhaupt schon habe. Ich meine, ich könnte mich menschlich machen und mehr Flakons holen, aber ich glaube, es geht nur, wenn man mehr Menschlichkeit hat. Aber das bringt mir eigentlich nichts. Weil es geht mir nicht darum. Ja gut, letztes Mal hatte ich keinen Flakon mehr. Ich glaube beim allerersten Run. So, da, das war dann doch ein bisschen dumm, sonst hätte ich es gleich auf Anhieb geschafft. Aha. Komm her. Warum besiege ich die eigentlich immer wieder? Die bringen mir eigentlich nichts. Also ich werde es jetzt noch in diesem Part versuchen und wenn es nichts wird, dann ja, müsste ich vielleicht farmen, aber was bringt mir das? Es geht nicht darum, dass, also es geht nicht nur darum, dass ich zu schlecht bin, sondern einfach, dass ich da oben nicht ausweichen kann. Oh je. Nee, wenn ich jetzt zuhaue, ersticht er mich. Ich bin doch nicht blöd. Das letzte Mal war nur ein Versehen. So. Roll runter. Hast du verdient. Um ehrlich zu sein, dauert es ewig, bis ich mich hier hochfarmen würde. Na gut, bei den kleinen Wichtendalen nicht. Danke! Ihr Hundesöhne! Hau doch zu! Mittel mich durch die Massen. Allerdings bringt mir das relativ wenig. Weil ich trotzdem fehle. Vielleicht sollte ich mit einer Helbarde oder so gegen die kämpfen, weil die länger ist. Apropos Helbarde, die ist ja. Moment, die ist nicht stärker. Oder? Hoppla. Ist die Helbarde stärker? Schwert hat 123. 110, wenn ich die verschärfen würde, wäre sie stärker. Aber dann bin ich arschlos langsam damit. Das ist das Problem. Ach komm. Ist zwar Verschwendung, aber. Hallo. Hau doch zu! Ja, geil, danke. Auch Ausdauer. Sammel das gut ein. Okay. Da könnte ich eigentlich ganz locker ausweichen. Ich habe gedrückt, aber zu spät. Sammel's ein! Ja, danke. Okay. Einen dicken und einen kleinen. Au. Jetzt sind es zwei, jetzt ist es schwieriger. Vor allem, wenn beide so nahe sind. Schneller! Double Fire! Schneller! Ach verdammt, ging es nicht aus. Ich kann mich nicht wegfetzen. Okay. Der mit seiner länglichen Waffe. Jetzt kommt der andere wieder mit seinen Feuerarten. Ich kann doch nicht alles abwehren. Ich muss zuerst den einen vernichten.
Ich hab keins mehr. Das ist natürlich schön. Jetzt hätte mir die Menschlichkeit tatsächlich geholfen. Also mit den mehreren Flakons. Ich hätte mein Gut nicht einsammeln dürfen. Das war auch noch so ein Fehler, den ich begangen habe. Soll ich mit der Hellebarde kämpfen? Wie schnell schlage ich mit der Hellebarde zu? Wahrscheinlich langsam wie sonst was. Das wollte ich gar nicht. So, testen wir es mal. Ja. Bis ich damit eintreffe, vergehen Jahre. Nee, da bleibe ich lieber beim Schwert. So. Ich könnte auch Brandbomben schmeißen. Wie stark sind die denn? Steht das hier irgendwo? Anscheinend nicht. Ich könnte Brandbomben gegen die Leute da vorne fetzen. Also nicht gegen die, sondern gegen die Armee, die dann da oben kommt. Dann hätte ich wenigstens da keinerlei Probleme mit. Ich kann es ja mal versuchen. Komm her. Gegen den muss ich eigentlich gar nicht zweimal schlagen. Oder vielleicht doch? Oder hält der Armbrustschütze mir aus? Ich hab doch keinen Plan, du. Was? Er ist ausgewichen? Da hat der Typ bewiesen, dass er Skill hat. Ach, ich wollte ihn eigentlich in den Hintern treten. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob der Tritt überhaupt Schaden macht, aber ich glaube nicht. Weil er nur dafür da ist, so, oh ja, ich habe den dem Schild weggetreten, ne? Oh, was da? Oh, 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 oh. Ja, jetzt sollte er mich reinlegen. Er fühlt sich bedroht. Er geht zu den anderen. Nein. Bleib hier. Ja. Plünder ihn doch. Rapier. Jetzt habe ich ihm die Waffe weggenommen. So, die Leute da, die da jetzt vorne kommen. Hallo. Oh, da ist er schon. Die macht gar nichts. Hier ist eine gute Position. Nicht da. Nicht gegen... Was hat der jetzt gemacht? Er hat mich die ganze Zeit geschlagen. Gerade der Letzte. Verdammt. Ja, die meinte, ich soll die Wege rausschneiden.
Das ist immer wieder langweilig ist, wenn ich da zum Gegner renne. Ich werde schauen, wenn ich es jetzt nicht schaffe, also innerhalb dieses Videos, dann werde ich eventuell trainieren. Da ist er. Toll, danke du. Werde ich eventuell trainieren und dann werde ich die Wege rausschneiden immer wieder. Auch wenn ich es hasse, aber es muss sein. Er schlägt ein zweites Mal zu. Ein drittes Mal. Oh, ich habe ihn getreten. Autsch. Er hat mich mit dem Schild geschlagen. Das war ein Triple Hit. Und da kam der zweite und hat mich angegriffen. Schade. Größte Haken an der ganzen Sache ist, dass es ganz einfach zwei sind. Wenn es nur einer wäre, dann wäre das so in Ordnung. Die Tatsache, dass es zwei sind, ist das Schlimme an der Sache. Vielleicht sollte ich unten dieses andere Viech mal bekämpfen. Vielleicht bringt mir das was. Es ist wahrscheinlich noch schwerer als die beiden da oben. Naja. Weg mit dir. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust, 30 Millionen Videos von Dark Souls zu haben. Das Gute ist, ich kann mich sowieso immer wieder heilen, wenn ich zurück zum Lagerfeuer gehe. Das heißt, Farmen ist hier sogar nicht schlecht. Aber doch, gut. Weil von denen gibt es 200er, davon lungern unten noch ein paar rum. Da oben ist diese Monsterarmee, die ist auch nicht so ohne. So. Weil die bringen auch ganz gut Punkte. So, jetzt. Kommt einer, ich höre. Ja, da. Okay, da hinten kommen seine Geschwister. Nicht hauen. Das Blöde ist, dass ich gegen die Wand haue. Diese Kamerasicht ist auch doof. Na, 48, nur, es ist eigentlich gar nichts. Ich kämpfe lieber unten gegen die Machos. Das hier wird jetzt wahrscheinlich eh mein letzter Versuch. Wenn ich einen Drache loswerden könnte, bevor. Also, Drache. Gargoyle. Wenn ich den einen Gargoyle loswerden könnte, bevor der andere mich aktiv angreift, hätte ich gute Chancen. Ja, ich weiß nicht, Verschwendung, aber. So, diesmal nicht um das Gut kümmern, egal was passiert. Ja, hau! Nicht abtreten! Schon hauen, wie ein Mann. Ich weiß, du bist kein Mann, aber. Scheiße. Au, er schlägt mich. Ja, das war gut. War zwar ungewollt, ich geb's zu, aber es war gut. Jetzt kommt der andere. Nein, Feuer! Verfolgt mich, das ist Kacke. Genau aus dem Grund nämlich. Jetzt hätte ich gut nehmen können.
Ja, ich muss mal abhauen. Da hinten ist mein Gut, das kümmert mich jetzt gerade aber nicht. Wow, ich habe hier gerade Wichtigeres zu tun. Feuer. Das Feuer schadet mir trotzdem, das ist das Kackige an der Sache. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie ich rennen kann. Ich weiß, da hinten in der Ecke darf ich mich nicht stellen. Das hat Hedy auch irgendwann mal versucht. Ich mache eigentlich gar nichts, ich renne nur geschützt weg. Weil der eine da jetzt schon wieder da ist. Schnell! Weil es zwei sind, ist es so schwer. Jetzt! Okay, ich habe keins mehr, ich habe darauf geachtet. Schlagen beide zu. Verdammt. Natürlich geht das Feuer nach links auch. Scheiße, gerade in dem Moment schlage ich zu. Und natürlich schlägt sie automatisch zu, die olle Fotze. Ich finde das scheiße, dass die manchmal automatisch zuschlägt. So viel dazu, ich werde wohl offscreen trainieren müssen. Eigentlich hasse ich sowas und das und offscreen Training ist für mich immer ein Spielkiller. Aber es geht nun mal nicht anders. Das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!